Jetzt möchten wir erstmal das aktuelle Zeitgeschehen mit ihm besprechen und überhaupt mal freuen wir uns, dass in all den Jahren Zirkus Halligalli, seit Ende der 80er fragen wir ihn an und jetzt hat er mal zugesagt, denn er hatte vorher keinen Bock und auch nichts zu promoten. So ist es. Aber jetzt ist er da und wir freuen uns wirklich sehr. Meine Damen und Herren, sehen Sie und staunen. Hier ist unser heutiger Gast, hier ist Sir Thomas Gottschalk. Danke. Schön, dass du da bist. Bitte. So. Ich habe ja vorher schon euren Beifall geschnaucht, der war ein bisschen besser. Ja. Ich glaube, der hätte ich in deine Wegen ausgerastet. Ja, das haben wir hier noch nie so erlebt. Nee. Das, also es gab zwei Menschen, die so einen Beifall bekommen haben wie du eben. Das war einmal Zach Braff und du. Ja. Die sind ja alle mit mir groß geworden, Mensch. Nee, die sind jünger. Ja. Aber halt in der Zeit, in der du auch schon da warst. Ja, das stimmt, so ist es. Ja. Das ist richtig, ja. Sag mal, guckst du denn überhaupt Fernsehen? Also interessiert dich das, was da so den ganzen Tag läuft? Ach ja, klar. Also solange ich im Fernsehen noch meine Nase hinhalte, gucke ich auch noch, was läuft. Gebe aber zu, dass ich also auch schon in diesem Binge-Modus bin und dann irgendwo, jetzt gucke ich gerade Americans. Und es gibt schon interessante Sachen, die nichts mit Unterhaltung zu tun haben. Und das Fernsehen, also dieses Unterhaltungsfernsehen, wie ich es eigentlich geliebt und gemacht habe, kriegt man überhaupt nicht mehr hin. Es gibt die Figuren nicht mehr, die du so auf dem Sofa vereinigst. Also da saß ja Placido Domingo neben Günther Netzer und 50 Cent. Und ich bin mal irgendwann, da hatte ich auch mal Wetten, das geguckt, da dachte ich kurz, ich hätte Fieber, weil ich bin da so einmal so weggenickt, bin ich wieder aufgewacht und dann sehe ich, wie Robbie Williams, 50 Cent und du auf Socken Fußball spielen. Und ich dachte jetzt, ich habe jetzt irgendwie entweder eine falsche Tablette genommen oder habe Fieber. So, nee, und dann habe ich festgestellt, das ist die Sendung, die gerade läuft. Ja, genau. So ging mir das auch, als ich sie moderiert habe. Aber erstens kriegst du diese Couch nicht mehr hin und zweitens kriegst du auch die Couch zu Hause nicht mehr hin. Wo einfach die Oma weiß, wer Michael Jackson ist und der Vater sich freut, dass der Schumacher sitzt, beziehungsweise dass diesen großen Deckel, den ich da drüber gestülpt habe. Du musst ja heute gucken, dass du irgendjemand, der in ist, innerhalb von 3 Monaten kriegst, weil in 4 Monaten kennt ihn keiner mehr. Ihr lacht. Wir wissen tatsächlich, wie das ist. Aber wie machst du das dann? Also schaust du dann, weil du bist ja zu Hause in Malibu, schaust du dann da der deutsches Fernsehen an? Oder? Ja. Nachts um 3? Alles klar. Sagen, weil die Zeitverschiebung ist ja. Nein, ich habe da so eine Kiste und da gibt es da auch so ein Archiv und da kannst du alles gucken. Also, meine Frau ist, glaube ich, die Letzte, die Hör zu noch liest. Die guckt, die streicht sich auch immer an, was sie dann irgendwie gucken möchte. Ja. Und dann muss ich immer mit. Und zwischendurch sagst du mir, das ist lustig. Da gibt es dann so eine Quiz-Sendung mit dem Jäger. Da muss ich dann immer mitraten und weiß dann auch alles, weil ich die Sendung vorher schon mal gesehen habe. Also, insofern, das Deutsche ist bei uns zu Hause durchaus noch ein Thema im Fernsehen. Und ja klar, wenn man so lange im Fernsehen gelebt hat und ich habe ja nun alle Sender durch, ich habe alle Formate durch. Also das ist etwas, was einem natürlich schon bleibt für den Rest des Lebens. Wir haben ja im Vorfeld zu der Sendung auch 2, 3 Mal mit dir telefoniert und es gab eine Sache, die hat sich in jedem Telefonat vereint. Du hast die Telefonate immer beendet und gesagt, du, ich muss jetzt aufhören, der Joe, mein Trainer ist da. Ja. Jetzt fragen wir uns, nachdem wir zusammensaßen und alle unabhängig voneinander erzählen konnten, dass Joe dein Trainer, der Grund war, warum das Telefonat beendet wurde, gefragt, war da wirklich der Trainer da oder hatte er keinen Bock mehr mit uns zu telefonieren? Nein. Und ist das der Grund? Also ich führe meine, 9 Stunden Zeitunterschied, ich führe meine Dienstgespräche also immer so zwischen 7 und 9 früh. Ah, tatsächlich? Ja, dann ist es hier so, geht ihr gerade nach Hause und dann kommt Joe. Das ist einer von diesen Aufgetretenen, der ist auch über 60, also ich habe da nicht so einen verrückten Workout-Fritzen, sondern einen, der ist auch schon ein bisschen hinter sich hat. Ruhiger. Ja, aber der kommt dann immer, macht immer, Morning, Sir. Und dann, Hi, Chief. Und nach der 3. Übung dann, looking great. Und hatte sich er hat sich so gefreut, hatte gesagt, also er braucht jetzt immer, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, ich bin immer so 4 Wochen dann weg und es dauert 2 Wochen, bis die Muskeln wieder rauspoppen. Also da muss er mich dann quasi wieder auf Vordermann bringen. Thomas, looking great. Sein Lieblingssatz. Meiner auch. Oh, ich habe das Gefühl, ich habe einen Schlafanzug an und sitze zu Hause und habe gerade schön gebadet. Ja, so war das. War ja auch mal wieder Zeit. Ja, es wird mal wieder Zeit, das stimmt. Ja, das zum Baden, meine ich. Ja, ich weiß. Aber du bist ja tatsächlich, also diese Grundpositivität, ne, die du so ausstrahlst, auch über Stunden. Also es gibt, ich kann mich an keine einzige Sendung erinnern. Doch, an eine kann ich mich erinnern.
wo du mal ein miesepetriges Gesicht gemacht hast? Doch, eine, jetzt gerade fällt es mir ein. Es gab mal eine. Das war eine Show, in der du dich, glaube ich, wirklich nicht wohlgefühlt hast. Da wäre ich fast zu Hause losgefahren, hätte ich da rausgeholt. Beim Supertalent. Da hast du dich nicht so wohlgefühlt, oder? Du, das, man macht ja im Leben nicht alles richtig. Und da war ich einfach falsch informiert. Ich habe mir in Amerika immer dieses America's Got Talent angeguckt. Ja. Und da saß da dieser Steven Tyler von Aerosmith und da saß der Howard Stern, so ein Radiofreak, ähnlich wie ich. Und die hatten da einen Riesenspaß zusammen. Und da habe ich gedacht, diesen Spaß kann man auch haben. Und habe den Kollegen Bohlen unterschätzt. Also ich habe gedacht, wenn man irgendwo so Good Guy, Bad Guy macht, und da habe ich ja meine freundliche Michelle noch dabei gehabt, da habe ich gedacht, also die sitzt in der Mitte und sieht hübsch aus und der Dieter und ich, wir werfen uns die Bälle zu, aber der Kerl hat nicht zurückgeworfen. Also und das ist eine andere Art, das muss man sehen. Er hat seine Fans, aber das war das eine. Und das andere ist, ich war bis dahin wirklich nur Live-Fernsehen gewohnt. Das heißt, dass alles, was passiert ist, im Moment passiert ist und ich habe reagiert. Und plötzlich zog da so eine Karawane des Schreckens vorbei und man hat da im Grunde immer nur geschnitten. Aber ich war total verstört, weil ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Mhm. Und wenn das so nach 4 Stunden nicht aufhört, hast du vergessen, dass da nur eine 90-Minuten-Sendung draus wird. Und da habe ich tatsächlich den Spaß teilweise verloren oder ihn gar nicht gehabt. Und in Amerika, leider muss man das sagen, war das Talent ein bisschen breiter verteilt. Ach, der Tommy, das ist ja mal ein ganzer Mann. Nicht die Jungen, klar, die sind ja auch ganz knuffig. Aber bei den Ben-Milch-Bubis bleibt mir beim Vorbeilaufen nicht die Luft weg. Aber wenn der Gottschalk lacht, dann lacht auch mein Herz. Vielleicht frage ich ihn mal nach der Sendung, ob er mit mir eine Currywurst essen geht. Wir sagen 7 Sachen und du musst dann immer so oder so. Nein. Nee, schon nein. Bei euch. Sowas auf eurem Niveau. Bleibt auf eurem Niveau. Ja, genau. Luftballons rasieren machen wir jetzt. Ja. Nein. Machen wir was anderes. Und zwar, es gab. Dass ich das nochmal erleben darf. Der echte Thomas Gottschalk. Der Mann hat das Fernsehen erfunden. Der hat das Radio erfunden. Und wenn er nicht so mit Wetten, das beschäftigt gewesen wäre, hätte er sicher auch noch das Internet erfunden. Wie wird man eigentlich so eine Legende? Ob ich ihn das nach der Show mal fragen darf? Ich hab eine Wette, die ich langsam anbieten konnte, war, dass ich alle Hallen Deutschlands an dem Geschmack ihre Würstchen erkenne. Boah, wo ist dieser Mann? Wenn ich noch länger laber, verpasse ich meinen Bus. Ich denke mal, ey, Juk und Klaas, ey, macht mal lieber wieder was mit Saufen. Du hast tatsächlich aber jetzt gerade, wo du sagst, du machst noch 10 Jahre weiter, eine neue Sendung auf Sat 1, Little Big Stars. Das ist aber was, das hat ja funktioniert. Die Kinder. Das Letzte, was mir geblieben sind die Kinder. Das war auch eine Nummer, die ich in Amerika gesehen habe. Und da hat Bohlen nicht mitgemacht. Also insofern war das... die Idee ist relativ simpel. Da sitzt ein freundlicher Kerl namens Steve Harvey. Und dem begegnen Kinder. Da gibt es kein Casting, da wird hinterher keiner abgewartet, da muss man nichts können. Also man muss was können, aber man kann nichts gewinnen damit. Und da waren natürlich geniale Kinder mit dabei. Und da haben die mich gefragt, könntest du das in Deutschland vorstellen? Habe ich gesagt, ja, kann ich. Und ich kann dabei nicht viel falsch machen, denn eigentlich reagiert man. Und das Tolle bei der Sendung ist, ich kann nichts proben, weil die Kinder machen halt, ja. Genau. Und ja, ich bin darauf angewiesen, was von den Kindern kommt. Wenn nichts kommt, dann kann ich nur helfen, aber retten kann ich es auch nicht. Wir können mal reingucken. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Macht sehr viel Spaß zuzuschauen. Little Big Stars mit Thomas Gottschalk auf Sat 1. Das ist deine Show. Little Big Stars. Zwei, drei. Ach komm, du haust mir ja vom Sofa, Kerl. Jada ist auch ein schwerer Name. Wie schreibt man den? Da steht's. Ja. Wer von euch beiden ist denn der Ehrgeizigere? Warte mal, das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Ja. Hast du Gummibärchen? Ja, schön, ja. Da bist du dann aber auch bescheiden, ne? Das kann man ruhig mal herausarbeiten. Es ist wirklich, wir haben schon ein bisschen was sehen dürfen, ein sehr, sehr gutes Format. Es macht wahnsinnig Spaß, zuzuschauen.
Und ab dem 23.04. auf Sat.1 bei den Kollegen, das kann man ruhig mal erwähnen, das ist wirklich sehr gut. Da bist du das würde ich sofort auch mal, das ist ja dezent. Süß. Da wäre ich gerne wieder Kind, wenn ich das sehe. Ja, ja. Nee, da muss man schon mal drauf haben, Joko. Ne? Ja, nicht. Wirklich, könnte ich da, ich habe nur kein Talent, das ist mein Problem. Ja, sonst hätte ich dich ja schon längst angefordert. Ja. Gab es mal irgendwas, was du jetzt, und da muss ich jetzt reden, mal aus dem Vornehmen, weil das wissen wir ja nun, aber gab es irgendein anderes Talent, was du als Kind hattest, womit du da hättest bestehen können? Gibt es irgendwas, was du besonders gefällt? Ja, da habe ich lange drüber nachgedacht und bin zu dem demütigen Erkenntnis gekommen, eigentlich nicht. Ich hatte nichts. Ich konnte meine Lehrer nachmachen, was mich auch nicht sehr weit gebracht hat und was mich international auch nicht nach vorne geschwemmt hätte. Ich konnte Stimmen imitieren, ich kann Sprachen ganz gut nachmachen. Aber das war es dann auch. Ich konnte musikalisch überhaupt nichts. Ich habe Klavier gelernt. All diese Kinder, da waren ja so Fünfjährige, die setzen sich ans Klavier und spielen da irgendwas von Chopin. Da staunst du nur. Ja. Und dann gab es natürlich auch diese Rechenfreaks. Also die gibt es in Deutschland öfter als in Amerika. Ja. Da gibt es einen 7-Jährigen, der beschäftigt sich Tag und Nacht mit der Zahl Pi. Also. Ja, das also zu dem gehöre ich auch nicht, kann man sagen. Eine Sache muss ich noch fragen. Eine Sache lässt man dir durchgehen, die niemand anderes im deutschen Fernsehen, die angedeutete Ohrfeige hast du etabliert, ja? Du hast gerne mal, immer wenn einer frech wird, machst du, pass auf, du. Ne? Ja. Und das machst du auch bei Frauen, ist dir das aufgefallen? Und da hat keiner gesagt, jetzt droht der Frau da aus Quatsch Schläge an. Ne? Wir würden sofort abgesetzt werden, wenn wir das nur einmal machen würden. Warum denken die Leute, na, wenn der Thomas da einmal draufhaut, es ist doch nicht so schlimm. Ne? Also ich, aber auch wirklich nur, wenn sie es wirklich verdient hätte. Und das ist eigentlich... Aber... Da hast du dich jetzt aber selber reingeritten. Da muss ich dazu sagen. Mein ganzes Leben, das ist irgendwie so eine Reflexbewegung. Und meine Mutter hat durchgezogen damals. Also wir sind froh, dass du es heute hier warst. Nicht geschadet. Schaden hat es mir nichts. Und ich hatte auch noch nicht die Frisur. Wir sind froh, dass du heute hier warst. Wenn es dir gefallen hat, dann erzähl es gerne allen. Wenn es dir nicht gefallen hat, du, dann pass auf, du. Dann. Ich dachte, jetzt geht die Sendung los, das war's. Genau, das war das Warm-up. Jetzt geht die Show los und dann treffen wir uns alle bei Frank Elsner am Geburtstag, okay? Ich gehe mit Sabine tanzen. Alles klar, da freut sich Sabine sehr. Wir auch. Und wir schicken jemanden mit einer Kamera, dann haben wir die nächste Woche auch schon gefilmt.